Ach, da bin ich ja froh, dass Peter das nicht geschafft hat. Jetzt geht es um ein völlig anderes Thema. Jetzt wollen wir nämlich darüber sprechen, andere Menschen in den Bann zu ziehen. Ist es eine Begabung oder ist es eine Frage der Übung? Kann man das lernen? Das wollen wir heute herausfinden. Ich bin sehr, sehr froh, dass er hier ist. Der Charisma-Macher Georg. Und jetzt ganz langsam Wawrzyniek. Perfekt. Yes. Wow. Du hast gerade gesagt, du hast schon auf sämtliche Aussprachen gehört. Ich kenne jede Variante. Ich habe gerade beim herfahrenden Studio im Radio gehört, es wurden gerade die 5 am schwersten aussprechbaren Worte im Deutschen gekürt. Vielleicht ist Nummer 1 bald Wawrzyniek. Dein Name wahrscheinlich ganz der gehört auf diese Liste. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du da bist. Dankeschön. Wir haben nämlich auch dein Buch Charisma fällt nicht vom Himmel. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir auch ein bisschen über dich als Person sprechen, weil du bist eigentlich, kann man auch so sagen, Kollege, lange Zeit auch moderiert beim Radiosender Ö3 in Österreich, da auch sehr, sehr viel gelernt, auch, ich glaube, Ausbildung auch gemacht, Moderation hast du gemacht, also alles, was dazugehört. Und man sagt über dich, du bist ein, oder Freunde sagen über dich, du bist ein Suchender. Mhm. Heißt das, du kannst nicht stoppen, du bist immer, willst immer was Neues erlernen, was Neues sehen? Ja, es gehört immer was Neues her. Das steckt, glaube ich, im Endeffekt auch bei meinem Thema drinnen. Ja. Ich glaube, wir finden genau das Thema im Leben, das für uns passt. Und damals war es so, so kurz in meiner Geschichte, ich war immer der Meinung, so 16, 17, 18 Jahre, wie ich war, ich bin so hässlich. Okay. Ja, und dann kompensiert man das. Und dann habe ich damals beschlossen, ich werde so wie du, ich werde Fernsehstar. Okay. Also da habe ich mich beworben im ORF, habe da ein großes Casting gegeben und es ist gut gelaufen und die haben alle gesagt, hey, der hat journalistisches Talent, ja, das passt. Und dann setzt sich ein Chefredakteur neben mich und sagt, Wawrzyniek, ich habe gute Nachrichten, Sie haben das perfekte Gesicht für die Medien. Und ich habe mir gedacht, super geil. Und er sagt, fürs Radio. Fürs Radio. Ja, genau. Also Sie sehen jetzt hier ja, Fernsehgesicht, Radiogesicht. Nein. Das ist der große Unterschied. Und so hat mich der Weg zum Radio geführt. Und das war aus zwei Gründen sehr spannend. Einerseits habe ich dort sehr eindrucksvolle Menschen kennengelernt. Ja. Und es gab eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Wir sind da in unserem Studio gesessen in Wien. Und da war so die Küchensituation, kommen und gehen und da dreht man sich nie zur Türe um. Und plötzlich geht die Türe auf, irgendjemand kommt rein und es drehen sich alle zur Türe hin um. Okay. Und da stand Falco im Raum. Und das war wow. Ganz großer Held, ja, also das auch war von so mir, Falco. Richtig großer Auftritt. Ja. Ja. Und andererseits habe ich auch viele Interviewpartner und Menschen kennengelernt und habe gesehen, manche funktionieren irgendwie, die sind spannend, die sind begeisternd und andere sind halt eher irgendwie zum Einschlafen. Und dann hat es mich interessiert, wie funktioniert das? Ja, also das war der, war Falco in der Tat dann es der Es war mit ein Auslöser, Punkt. Ja. Und ja, immer auch diese Frage eben auch drauf zu kommen, warum es gibt spannende Menschen und warum gibt es Schnachnasen. Und da habe ich dann zu forschen begonnen, wo kommt Charisma her, wo kommt Begeisterung her und kann man das eigentlich auch üben, kann man das trainieren und kann man das erlernen? Kann man mit Sicherheit, also hättest du nicht das Buch drüber geschrieben, weil du sagst ja auch, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt, es kommt nicht zur Tür herein und es fällt auch nicht runter. Weil wenn man es übersetzt, Charisma, glaube ich, aus dem griechischen Original auch das Wort, eigentlich eher so ein bisschen, ja, kann man sagen, übersetzt eigentlich von Gott etwas gegeben auch, eine bestimmte Gabe auch. Ursprünglich ja. Also es gibt zwei ganz interessante Entstehungen des Wortes Charisma. Das eine ganz früh in der griechischen Mythologie schon. Und da gab es den Gott Hephaistos, der war zuständig für die Metallschmiedekunst. Und der war ja mit Aphrodite verheiratet, an und für sich schon eine ganze Fäsche. Und der hat ihr irgendwann einen Gürtel geschmiedet namens Charis. Und der hat die Aphrodite endgültig unwiderstehlich gemacht. War dann eine schwierige Ehe, wie wir wissen, Trojanischer Krieg und so. Also einerseits steckt da das schon drinnen, diese unwiderstehliche Anziehungskraft, die charismatische Menschen haben. Und in der christlichen Mythologie war eben genau das, was du erwähnt hast, da war es eigentlich die Göttergabe der Einsicht und der Eingebung. Und für mich steckt da aber auch schon was Spannendes drinnen, in dem, wie wir es heute meinen. Ich habe eine ganz feste Überzeugung, es kann jemand nur senden, wenn er auch empfangen kann. Ja. Also man muss auch mal aufnehmen können, um senden zu können. Und so die Dauerquasler und Dauerquatscher, die immer nur produzieren, die bringen es auch nicht zum großen Charisma. Ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist mit Sicherheit auch, man muss persönlich selber, wenn man sich ändern will, mit Sicherheit auch aus einer, was viele Leute kennen, die sogenannte Comfort Zone, die muss man schon verlassen. Auch sonst fällt es einem quasi nicht irgendwie in den Schoß, diese ganze Sache. Absolut. Also ich habe da hinten schon auf eurem Bücherregal gesehen von meinem lieben Kollegen, von Stefan Kollegen Friedrich. Sind ja, Bücherregal, Günther, ja. Günther, das Günther-Prinzip, der Schweinehund, ja, um das geht es ganz genau. Und daran glaube ich wirklich, dass man manchmal aus dem, was man schon kann, rausgeht. Und ich habe
habe unlängst mit einer Psychologin bei einem Vortrag gesprochen und habe die gefragt, was ist eigentlich jenseits der Komfortzone? Ja. Und sie hat gesagt, das ist die Panikzone. Das ist die Panikzone. Die soll nicht sein. Und dann habe ich sie noch was gefragt und das war interessant. Ich habe gesagt, was ist jetzt, wenn ich in die Komfortzone gehe und dort immer wieder bin? Was passiert dann eigentlich? Und dann hat sie gesagt, es ist ganz klar, die Komfortzone wird immer größer und die Konfliktzone kleiner. Ja, und charismatische Menschen gehen raus ins Leben, die probieren immer wieder wirklich was Neues. Die probieren was aus, wo sie sagen, eigentlich kann ich es noch nicht. Und dadurch haben charismatische Menschen sehr große Komfortzonen. Die sind in sehr vielen Dingen zu Hause, die fühlen sich bei vielen wohl und die können sehr vieles. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir werden gleich noch viel mehr von dir lernen und vor allen Dingen auch noch viel mehr wissen, was überhaupt in dem Buch alles stehen wird. Charisma fällt nicht vom Himmel. Es sind ein paar sehr interessante Thesen von dir auch drin. Wir werden vor allem auch über Coronis sprechen. Yes. Das ist nämlich auch ganz Lieblingsthema. Sonst funktioniert das Ganze nämlich auch nicht. Also heute bei uns in der Sendung Georg Wawrzyniek, wirklich ein sehr interessantes Thema. Charisma fällt nicht vom Himmel. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit den Kollegen vom Klickblick. Vielen, vielen Dank schon mal.